EA Sports. It's in the game. Yo, hier ist Mr. Mike. Es wird Zeit für eine Runde NBA Live 19. Und wenn ich alleine schon EA Sports, It's in the Game, höre, da kommen wirklich Kindheitserinnerungen hoch. Damals 1995 auf dem Super Nintendo, Mega Drive. Da habe ich alles gezockt. NHL, NFL, NBA. EA war da einfach, da kommst dann EA. Damals bist du nicht vorbeigekommen. Richtig geil. Und ich finde es cool, dass jetzt auch wieder am Start sind, obwohl es auch schade ist, dass es NBA Live 19 dieses Jahr in Europa nicht als Discform gibt, sondern nur als Download. Das finde ich ein bisschen schwach, weil so haben sie auf jeden Fall zugelegt. Das habe ich ja schon in der Demo gesehen. Also ja, schlechter machen können sie es eigentlich nicht, auch nicht. Aber trotzdem, ich finde da alleine schon mal für die Demo hat man gesehen, ja, Hut ab. Und auch so Gameplay-mäßig, was ich gesehen habe im Internet. Die sind auf dem richtigen Weg. Aber eine Disc-Form muss her. Das muss einfach sein. Wisst ihr? Das führt doch kein Weg vorbei. Okay, ich nehme jetzt mal die Rockets. Ich zocke die Story. Den ersten Teil. Und heute habe ich wirklich gekämpft. Ich habe wirklich den ganzen Tag gekämpft und gehasselt, einen Spieler zu scannen mit dieser beschissenen App. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich habe alles probiert. Lichtverhältnisse, draußen, mein Gesicht war hell beleuchtet, keine Schatten geworfen, nichts. Hat nicht funktioniert. Ich habe bestimmt 3 Stunden investiert, aber ich habe NBA Live und NBA 2K, beide Gesichter gescannt. Die Ergebnisse seht ihr alle auf Instagram, guckt einfach mal vorbei. Mr. Marco Dutch auf Instagram. Ach, und wenn ihr mal beim Zocken zugucken wollt, Twitch natürlich auch, Mr. Mike Production, Facebook bin ich auch am Start, Mr. Mike Production. Werbung muss sein. Ja, aber das ist ein Graus. Ich verlinke euch mal ein Video zu NBA Live 2016, wo das hier. Ey, das ist 1:1 haben die mich in dieses Spiel gescannt. 2016, 2 Jahre später, machen sie es wirklich schlechter. Das kann doch nicht sein. Das ist ja unglaublich, das verstehe ich nicht. Machen Sie hier nochmal Werbung für diese beschissene App. Das ist wirklich eine beschissene App. Internet habe ich gehört und gelesen. Es liegt am Handy. Ich habe ein Sony Z3. Ja, vor 2 Jahren hatte ich noch das ältere Modell. Das hat funktioniert, also kann man es nicht auf Handy schieben. Alle sagen, du brauchst ein iPhone dafür, damit funktioniert es perfekt. Würde ich jetzt auch nicht drauf wetten. Die Ergebnisse im Internet haben mich alle nicht umgehauen. Also da stimmt es hinten und vorne nicht. Da sind wir wirklich im Jahr 2018? Ja, stimmt das wirklich? Und ihr werdet jetzt auch gleich sehen, was mein bestes Ergebnis vom heutigen Tag nach gut 3 Stunden geworden ist. Hier ist er. Schau ihn euch an. Ein wunderschöner Kerl. Aber es geht halt nicht besser. Aber man sieht doch wirklich hier mehr Ähnlichkeit. Ja, was denn? Ich will ihn verwenden. Man sieht hier doch mehr Ähnlichkeit als auf dem Handy jetzt. Da kann ich noch ein bisschen aufpimpen. Macht's nicht besser, ja. Er guckt ein bisschen traurig. Naja, wenn es so aussieht. Das scheint dir nicht die Sonne aus dem Arsch, das ist klar. Hoffentlich hat er wenigstens Skills. Ihr müsst euch mal einen Spieler von NBA 2K18 anschauen. Ey. Meine Fresse, echt. Also da investieren sie wirklich keine Mühe. Was ich echt eine Frechheit finde. Das ist so ein bisschen Kobe Bryant's Bart, hä? So ein bisschen. Ihr seht hier die Nase und die Lippe. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Der Arme, tut mir echt leid. Wie beschissen diese Bärte aussehen, wie billig. Voll Scham auf dem Kopf. Dein Held ergänzt deine Basisfähigkeiten mit einzigartigen Fähigkeiten und Boosts.
Schalte neue Helden frei und tausche sie zwischen Spielen aus, um deine gewünschte Spielweise umzusetzen. Ja, im Story-Modus halte ich dann die Klappe, damit ihr den Story-Modus natürlich auch genießen könnt. Wenn es da eine Geschichte zu erzählen gibt, weiß ich gar nicht. What's going on, guys? For Complex News, I'm Speedy Mormon. The best of the best in high school hoops will be competing tomorrow at the Jordan K54 in Paris. Players will be looking to prove themselves at this global event and bring their game to the next level. This showcase game also includes two of the biggest NBA stars who will handpick their squads from among these top players. Obviously, this is an event you don't want to miss, and there could be a legend in the making within this group of elite high school bowlers. For Complex News, I'm Speed Mormon. Dann geht's doch gleich mal los. Hier in Frankreich am Quai 54. Ein Gastturnier. Bin gespannt. Zock mal, oder? Shit, bin ich klein. Ist das ganz recht, Chris Paul? Haben sie nicht so ganz getroffen, oder? Ja, lass uns einfach zocken, dieses ganze Schnickschnack ist es alles. This Jordan K54 Special Event is your chance to shine against the toughest players you've ever faced, including the top high school ballers and even some NBA pros. Son, this is your moment. Show them you belong on that court. Ich mag die nicht. Ich mag diese Kameraeinstellung nicht. Ich gucke mir das auch nicht gerne an. What the fuck? Aber ist schnell unterwegs. Blockstellen ist genauso wie bei 2K. Schönes Give and Go hier. Pick and Roll. Komm schon, komm schon. Oh, schön. Rein. Oh, gebt euch das, wie schön das gespielt war. Habt ihr das gesehen? Das war schon mal schön, dass du das genauso wie bei NBA 2K spielen kannst. Wow, was für ein krasser Pass. Das ist mein Special Pass. Nur, dass man da besser ankommt. Schön, 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 ja. Alter, wie prall ist das denn? Der kommt von der rechten Seite. Oh, es ist doch Doncic. Dachte mir schon. Haben sie gut hinbekommen. Er zielt von der rechten Seite und legt ihn mit links ab, aber wie? Der hätte den im Kopf blocken können. Wie schwul war das denn? Es ist so ein grottenschlechter Layup. Ja, das ist schön gespielt. Das ist aber nicht Chris Pauls Tag, hä?
geh doch hoch, du Idiot. Oh, der ist doch stopfen können, aber easy, Mann. Jetzt macht er hier die fancy Dribble Moves. Ja, leck mich doch. Ha? Und dann, wenn es drauf ankommt, verkackt er es wieder. Der Chris Paul. Hier, den da. Oh, scheiße, war der schlecht. Oh. Boah, nicht schlecht. Schöner Buzzer. Oh, Porter hatte letztens... Irgendwas hat er geliked, was gegen Doncic war. Das kam auch in den Medien wieder so ein bisschen hoch. Dass Doncic irgendwie überbewertet... Ach genau, oh, überbewertet ist, overrated. Und Porter hat das irgendwie geliked. Hat natürlich gesehen. Also ich glaube, die sind keine Freunde auf den ersten Blick, aber vielleicht werden sie ja später. Schau, wie schön gespielt, Alec. Dieses Pick and Roll. Schmankerl. Und wenn ich Pick and Roll höre und sehe und spiele, denke ich immer an Stock Alone. Karl Malone und John Stockton. Da gibt es das. Auch Chris Paul. Das zieht man doch nicht rein und macht einen Korbleger. Und jetzt gleich mal, erkennt man sofort, wenn man ein bisschen zockt, die bewegen sich schon ganz anders als bei 2K. Nicht so steif, ein bisschen unkontrollierbarer vielleicht, wenn man so sagen kann. Schneller. Hat man es auch gesehen, wie der Ball jetzt hier so unnatürlicher. Doch, ja, das könnte man sagen. Das Ganze, die ganze Bewegung und alles, auch die Ballphysik oben jetzt am Ring, war unnatürlicher. Das ist aber schlecht verteidigt von mir, tut mir leid. Man sieht es ja schon am Netz. Das Netz ist einfach... Das ist kein Netz. Weiß nicht, was das sein soll. Das ist kein echtes Netz. 2K's Netz ist von NBA 2K. War schon immer perfekt. Von NBA Live noch nie. Doncic, mach was. Oh, was für ein Ankle-Breaker gegen Porter. Oh, das hat er jetzt verdient, weil ich es vorher noch gesagt habe. Kriegt er sein Head gleich zurück. Sehr schön, Mr. Mike ist hier auch am Start. Oh, easy. Und er slammt ihn, ja. Mr. Mike back in the prime time. Okay, das war aber richtig schlecht. Da, also auch das wieder, die Bewegungen. Ist nicht so schön wie bei 2K, das muss man echt, das sieht man gleich. Wie Chris Paul, der jetzt in die Zone gezogen ist, geflogen ist und dann aus dem Fliegen heraus in der Luft den Pass gespielt hat, das ist alles. Aber das ist schön gemacht. Und das finde ich cool. Dieser Kamerawechsel auf diese Handycams. Wie soll es so aussehen würde, als würde jemand mit der Handykamera filmen. Das ist geil gemacht. Das kommt richtig gut. Oh, schöner Block. Oh. Ja, hau doch mal ab. Läuft doch, oder? Punktemäßig. Kann man so lassen. Schwierigkeitsstufe, ich habe nichts eingestellt, ich denke mal, da gibt es nur eine. Also 2K war schwieriger zu spielen. Aha, er ist schon hier. Packt einen kleinen Dance aus, aber es sieht schon gut aus. Von
von der ersten Diagnose, wenn ich jetzt so sagen müsste, würde ich sagen, ja, 2K auf jeden Fall besser. In der Animation her, Bewegungen her. Aber Live hat auf jeden Fall zugelegt. Aber, sage ich auch immer wieder gerne, noch schlechter geht fast nicht. Deshalb. Ach, das war's schon. War gar nicht so schlecht, oder? Wiederholung sparen wir uns. Besten Wiederholungen. Die geben uns die besten Wiederholungen. Zum Genießen. Achso, das kann ich gar nicht selber aussuchen. Nee, okay, dann lassen wir das. Ja, mein Spiel sieht echt so aus, als ja, ist dem irgendwann mal was Tragisches passiert. Autounfall wahrscheinlich. Ich werde mich mal genau informieren, was da los war, aber naja, von den Skills her ist er gut dabei. Und naja, sympathisch einfach. Sympathischer Kerl. Hat dann auch sein Schicksal zu tragen, das sieht man ja auch ganz klar. Und deshalb, naja, gibt mir noch Feedback. Soll ich noch mal ein bisschen Story weiter zocken bei NBA Live 19? Ein paar Teile kommen auf jeden Fall noch, aber mal so ein bisschen Feedback geben, würde mich sehr interessieren. Natürlich auch wieder Feedback über die Kamera, weiß ich ja schon. Also müsst ihr mir hier nicht unbedingt geben, obwohl, ja, könnt ihr mir auch geben, ich weiß ja. Letztens habe ich mir viele gelesen, die gesagt haben, ja Mike, auf die 2K-Kamera habe ich keinen Bock. Und ich finde, wir gründen jetzt auch hier einen eigenen Club irgendwie. Jeder, der in diesem Club ist, bekommt dann von mir monatlich einen niegelnagelneuen Ball zugesendet. Und so kann man das so ein bisschen arrangieren, finde ich. So freundschaftlich, brüderlich, clubmäßig. Ja, und in der Hinsicht, wartet ab, bis Teil 2 kommt. Wahrscheinlich die Tage. Vielleicht zocke ich jetzt gleich noch eins. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Böö.